Es ist ein Kampf gegen zwei Gegner, den die türkische Armee seit gestern in Syrien führt. Zum einen soll die Offensive die Terrororganisation Islamischer Staat zurückdrängen. Bereits am Abend hatten syrische Rebellen mit türkischer Hilfe den IS aus Jarablus vertrieben. Zum anderen will die Türkei die kurdischen Milizen von ihrer Grenze fernhalten und hinter den Euphrat zurückdrängen. Rebellen der Freien Syrischen Armee im Zentrum von Jarablus nach der gestrigen Rückeroberung. Von hier aus versuchen die Rebelleneinheiten, etwa 2000 arabische und turkmenische Kämpfer, weitere vom IS kontrollierte Gebiete in Nordsyrien einzunehmen. Unterstützt werden sie von der türkischen Armee, deren Panzer auch am zweiten Tag der Großoffensive Schutzschild Euphrat wieder die Grenze zu Syrien überquerten. Eine syrische Familie, die vor dem Terror des IS aus Jarablus geflohen war, zu Verwandten in die Türkei. Jetzt wollen sie wieder zurück. Jarablus ist vom IS befreit. Gott sei Dank. Gott schütze die türkischen Soldaten. Doch die Offensive der türkischen Armee richtet sich nicht nur gegen die Terrormiliz IS, sondern auch gegen die syrischen Kurden. Sie hatten vor 11 Tagen die syrische Stadt Manbij vom IS befreit und hofften auf weitere Gebietsgewinne. Ein Albtraum für die türkische Regierung, die sie als Terroristen einstuft, wie die türkische PKK. Die syrischen Kurden sollen sich auf das Ostufer des Euphrats zurückziehen, hatte gestern ultimativ auch ihr Verbündeter, die USA, gefordert. Es gibt widersprüchliche Berichte, ob sie das tatsächlich befolgen.